So, es geht los. Wir fahren nach Hause. Nein, nicht nach Hause. Wir fahren kurz nach Deutschland für ein neues Projekt. Und nächstes Jahr werde ich sicherlich wieder hier sein, aber eben halt mit dem neuen Projekt und hoffentlich jede Menge Happiness. Nochmal ein Blick. Wie ihr also seht, Wetter passt zum Abreisen. Es wird stürmisch dieses Wochenende und kühler, als hätte ich den richtigen Tag ausgesucht. Auto ist gepackt. Ich weiß nicht, kann man sehen. Ziemlich voll auf jeden Fall. Ja, wir hören voneinander. An derselben Universität. Ich gebe euch noch mal ein paar Eindrücke hier in Calamior. Also, die haben auch nicht aufgegeben. Es wird kräftig renoviert an einigen Hotels und ja, es laufen heute sogar ein paar Leute hier rum. Ist ein Referendariat am obersten Gerichtshof. Nachdem ich ein Jahr lang Referendar an einem Berufungsgericht gewesen war, boten mir die beiden Oberrichter Kennedy. Aber wie ihr auch dort seht, alles zu hier. Es gibt kaum noch was, was offen hat. Also natürlich Lidl, Mercadona und so, die haben alle auf. Aber alles andere, was der Unterhaltung dient oder Restaurants, geschlossen. Café de Sol, was hier vorne ist, man sieht es leider jetzt nicht mehr. Das hat auf, aber ich glaube, da kann auf der Insel alles gestorben sein. Selbst dann haben die noch auf. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wer kennt diesen Platz hier von Calamio? Auch hier, wie ihr seht, alles zu. Das Chaka, was da mal war, oder Chuka, die Shisha-Bar, die ist seit Sommer sowieso ganz weg. Ja, und hier ist auch alles auf Winter eingestellt. Cool.